Aber schon faszinierend manchmal, ja. Gell, wie das irgendwie geht und so. Das ist, okay. 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 Gerne. Ah, je. Yeah. Okay. So, jetzt ist Angelika dran. Ja. Chessborn. Ja. Mit einer Windpartie, aber jetzt schauen wir mal nach einem Gegner. Okay. Das wird auch kompliziert. Wen haben wir da? Beast aus Baku, 5+3, schwach ist wenig. Ich brauche schon mehr. Ja. Artobat ist mir ein bisschen zu advanced. Warte mal, könnt ihr mal ein bisschen länger fordern, also längere Bedenkzeit. Captain Ruma könnten wir uns überlegen. Da ist 10+5. Luxen, 10+5 ist schon mal eine gute Zeit. 10+0 ist zu wenig. Ich will doch diese 10+5. Den hier? Luxen? Okay. Ja. Dann nehmen wir ihn an. Und hier kommt. Spielt wieder. Ja, wieder weiß wie die Blindpartie. Angelika ist dran. Jetzt wissen wir, was wir machen müssen, damit wir weiß spielen. Wir müssen Blindpartie. Okay, D4. D4, die geschlossene Öffnung. Ja, das ist mein Spiel. Okay, jetzt kommt D5, hat er gespielt? C4. Der denkt, ne? Er denkt nach, das ist schon Damengambit, schon zweiter Zug, schon richtig aus dem Konzert gefahren. Wahrscheinlich hatte er Angst, weil ich die Maske nicht so richtig angemacht habe. Am Bauer schlägt C4. Okay. R3. Springer nach F6. Läufer schlägt den Bauer auf C4. Läufer nach E6. Okay, Läufer schlägt den Läufer auf E6. Bauer schlägt den Läufer auf E6. Dame geht auf B3. Ich kann jetzt auch meine Gedanken sagen, also du musst nichts sagen, aber ich kann sagen, du musst, glaube ich, Dame C5 spielen. Er hat jetzt Dame D7 gespielt. Okay. Okay, dann schlage ich den Bauer auf B7. Mit der Dame natürlich. Also wirklich krass, also blind, das ist wirklich nicht einfach. Also muss ich das Brett auch wirklich im Kopf so visualisieren, auch so spüren und auch wissen, wo die ganzen Figuren stehen. Und wenn es kompliziert wird, das ist schon, naja. Ja, also erst im Kampfzüge sind nicht so kompliziert. Ja, aber dann kann es schon. Ja. Dame nach D5 von Schwarz. Schade, es gibt keinen Bauer auf F7. Ah, okay, da wäre jetzt kein Matt, okay, ich dachte, es gibt das leider nicht. Okay. Dame nach C8 spielen. Okay. Also Sonntag um 21.47 Uhr, also cool, dass immer noch über 100 Leute hier am Start sind, also freut uns sehr.
König F7 von Schwarz. Springer kommt auf F3. Bauer nach H6. Springer auf F5. Okay. Dame schlägt den Springer auf E5. Bauer D4 schlägt auf E5. Hätte doch noch König geantwortet. Ich glaube, das Damenopfer wäre jetzt nicht nötig gewesen, ja. Aber es ist natürlich nicht schlecht, dass meine Dame gewonnen zu haben. Ja, ich freue mich. Ich habe am Anfang auch gedacht, aber er hat doch den Gelb 6 irgendwann gespielt und dann hat er diesen Fall aufgehaucht. Springer F6 nach D5. So, gerade lese ich im Chat 8 bis 6 Sekunden. 8 bis 6 Sekunden sind voll okay. Also, du hast sogar mehr Zeit als dein Gegner, ja. 8 Minuten. Und Luxent hat 7 Minuten und 16 Sekunden. Ich mache mal Blockade. Also Weiß hat eine sehr, sehr schöne Stellung, also Dame mehr, hohe Königssicherheit. Ja, das ist immer komplizierter jetzt. Ja, gerade aufs Matt setzen dann, ja, dann so ein Schritt für Schritt. Und ja, das ist wie dieses Spiel. Kennst du dieses Spiel, wenn man so etwas sagt, irgendein Wort, dann muss man diesem Wort wieder vorhin noch deins sagen und dann geht so in der Runde mit Freunden. Dann, wenn man zum Beispiel 10. oder 15. in der Reihe ist, dann muss man 15 Wörter nacheinander sagen und dann. Das ist immer schwieriger. Ja, genau. Das. Er hat G5 gespielt. Oh. Okay, ich spiele mal Dame D7. Okay. Springer
Von B8 nach D7. Dann schlägt den Turm auf A8. Läufer von F8 nach G7. C6. Springer von D7 schlägt auf E5 den Bauern. A4. Okay. So viele Figuren dann in den König, ich weiß nicht, wie ich dann König komme. So eine ganze Figurenknäuel, gell, wenn man das alles ist. Und die Springer sind auch, kann ich mir vorstellen, blind halt Ja. kompliziert, die ganzen Felder und, ja. Ja, ich wollte schon mal damit Schläge zu 7 sagen, aber dann habe ich erinnert, dass ich Deckt bin genau. genau steht. Ja. Okay, er spielt Turm von H8 nach D8. Bauen wir L3, L4. Schön den Läufer aktivieren. Ich stelle meine Figuren auf C1, B1, A1, sehr schön. Es kommt Springer von D5 nach B6. Dann B4. Fragt gerade jemand, also wer ist denn deine Schachikone? Okay, da habe ich mehrere, also da kann ich was ein bisschen zu sagen. Also ich würde jetzt sagen, eine Mischung aus Garry Kasparov, Peter Leko, also ich bin großer Peter Leko-Fan, und Bobby Fischer. Also die drei quasi so gemischt, also die finde ich richtig, richtig cool. War Bobby Fischer besser als Kasparov? Ich würde sagen, nein. Aber man kann es auch nicht vergleichen, also die Zeiten. Also zu Kasparovs Zeit ging es schon ein bisschen los, irgendwie mit Computeranalyse, Chessbase. Also ich würde sagen, bereinigt waren die ähnlich gut, aber es war halt schon legendär damals mit Bobby Fischer quasi, dass er das gepackt hat gegen Russland, also gegen Boris Spassky dort in Reykjavik zu gewinnen. Was ich halt sehr schade fand, ist, dass er auch als Mensch ein bisschen komplizierter war als andere Leute und dass er dann nicht danach nicht mehr so viel weitergespielt hat. Also ich hätte mich gefreut, da noch ein bisschen mehr Schach von Bobby zu sehen, also nachdem er Weltmeister wurde. Okay, er hat Springer E5 nach D3 gespielt. Fritzi, viel Spaß bei der Free-TV-Premiere. Und danke, dass du dabei warst, auch nochmal quasi in der Code-Variante, also sowas Konkretes hier. Das muss ich mir nochmal anschauen auf jeden Fall, also richtig top. Also State-of-the-Art-Theorie. Okay, jetzt Springer D3. E4. Dame nach E4. Da steht noch ein Bauer. Da Oh, steht noch ein ah, genau, Bauer. ich habe jetzt, Entschuldigung, ja. Dann gehe ich nach C3. Darf man eigentlich was sagen? Darf ich dir Tipps geben? Oder ist das verboten? Also, du musst es Nee, sagen. klar, wenn du Darf was ich einen sagen. Tipp geben? Oder?
Kein Tipp. Also soll ich damit ZIP3 einloggen? Ja. Ich logge damit ZIP3 ein. Läufer von G7 schlägt die Dame auf C3. Springer schlägt die Dame. Also die den Löwen. Ja, meine Bauer stand auf F5, dachte, das steht bis jetzt. Ich habe ich erinnert, dass er die geschlagen hat, den Bauer geschlagen hat. Ich habe immer schon die ganzen Figuren, ja, was, welche Felder bedroht sind. Aber du stehst so immer noch. Mehr. Also sehr, sehr gut. Also wahrscheinlich ist es eine gute Abwicklung, also aus praktischer Sicht. Ja. Ja. Bauer nach C6. Läufer nach E3. Okay, Läufer drücken. Also wirklich sehr solide Bauernstruktur, Tormeer, das ist. Aber gut, du hast jetzt noch knapp 4 Minuten und dein Gegner hat 3 Minuten und 30 Sekunden. Okay. Bauer nach E5. Turm A1 nach D1. Okay. Also kriegst du gerade Komplimente. Angelika hat noch ein anderes Talent außer Schach. Du singst sogar. Sie singt hervorragend und hat eine klasse. Du singst. Ja. Müssen wir gleich drüber sprechen. Aber erstmal die Partie. Und eine klasse Stimme. Wer hat das gesagt? Das hat geschrieben Pascal. Ah, okay. Vielen Dank, Pascal. Ja, ich mache Karaoke Chess zum Beispiel, wenn ich während des Teams eine Partie verliere, dann kann entweder mein Gegner, wenn das Zuschauer ist, oder Chat insgesamt auswählen, welchen Lied ich singen muss. Und wenn ich gewinne, dann kann ich irgendwas singen, was ich möchte. Das ist schon auch gut, also ein bisschen Gamification, ein bisschen spannend. Was musstest du schon so singen? Oder was hast du schon? Also so Pop-Lieder, so. Also manchmal auch russische Lieder. Springer B6 nach C4. Okay, Bauer B2, B3 und B3. Bauer nach B3 eingeloggt. Springer schlägt Läufer auf E3. Bauer F2 schlägt Springer auf E3. Sogar mit Schach und König E6. Turm D1 auf D2. Schreibt auch der Pascal. Servus Pascal, also cool, dass du jetzt auch noch dem Livestream beigetreten bist
Also war vorhin richtig, richtig nett in der Zwitscherstube. Also Finance Coach ist Pascal. Es gibt ja mehrere Pascals im Stream. Okay, er spielt Bauer nach G4. Turm F1 nach D1. Ja. Springer von D3 nach B2. Okay, Turm schlägt den Turm auf an D8. Springer schlägt Turm auf D1. Turm schlägt Springer an D1. Hat aufgegeben. Ja! Ja! Viele Spiele! Aber wirklich richtig stark, also richtig super. Gratulation! Danke, wo ist denn so hin? Ja, klar, das ist einfach das Durchkommen. Ja, oh, ich dachte eigentlich, der Bauer steht, ich habe mich an die Situation erinnert, ich dachte eigentlich, jetzt Bauer steht auf an C7. Sonst habe ich, ja, sonst könnte ich alles. Ja, ich hatte zwei Fälle, ich habe diese Dame D4, ja, schlecht gesagt, und Dame C3. Ich habe immer auf die Schwinge aufgepasst und habe vergessen, diesen Läufer aufzuziehen. Ah, der war auch egal, dann also ein Tor mehr, das war dann echt, ja. Also richtig, richtig stark, echt toll.